So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des The Legend of Zelda A Link Between Worlds Let's Plays mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode sind wir jetzt in einer anderen Welt stehen geblieben. Ist das die Schattenwelt oder was ist das für eine Welt? Wir machen erstmal ein bisschen weiter hier mit Gesprächstalk. Was? Du bist ja immer noch da! Die ganze Mühe nur, um irgendwie zu retten! Warum habe ich das einfach gelassen? Oder warum habe ich dich einfach gelassen? Pah! Andere Menschen machen einen nicht als Umstände! Was? Ein Grie? Was soll das genau sein? Ein Kind? Davon weiß ich nichts. Ich kann Kinder nicht leiden. Oh, okay. Und was ist mit dem Schmied hier? Du bist doch mein alter Boss. Geselle. Wen haben wir denn da? Ach ja, den kleinen Bengel, den die Frau des Schmieds angeschleppt hat. Jetzt komm mir bloß nicht in die Quere und störe mich nicht bei der Arbeit. Andererseits, bei der jetzigen Laune des Meisters ist einem sowieso die Lust auf Arbeit vergangen. Was ist denn mit deinem Meister los? Wo sind wir überhaupt? Hallo? Kannst du mir mal jemand aufklären? Ah, interessant. Sieht auf jeden Fall düster aus hier. Hilda. Regi, Held von Hyrule, hörst du mich? Ich bin Hilda, Königin von Lorule. Du befindest dich in meinem Reich, Lorule. Es ähnelt dem Königreich, aus dem du kommst. Doch trotz aller Ähnlichkeiten ist dies eine völlig andere Welt. Zumindest war es so, bis Yuga gelang, beide Welten miteinander zu verbinden. Die sieben Weisen, welche du suchst, sind in Verliesen gefangen, die über ganz Lorule verstreut liegen. Doch in dieser zerrissenen Welt wirst du uns nicht zu allen gelangen können. Finde zunächst einen Weg in deine Heimatwelt, Regi. Eile von dort zu den sieben Weisen, die in Lorule auf ihren Weg oder auf ihre Rettung warten. Wir vertrauen auf dich. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Oh, Hilda von Lorule. Also wir sollen erstmal einen Weg suchen, wie wir wieder in unsere Welt kommen, okay? Wer bist du denn hier? Meister. Och, du hast also ein Schwert. Schön für dich. Ich sag dir mal was. Ich kann mir noch so viel Mühe geben, Waffen oder Rüstung zu schmieden. Die werden doch nur verwendet, um Böses zu tun. Was für eine widerwärtige Welt. Ach. Ah, da hat jemand aber Zweifel, glaube ich. So, was ist eigentlich hier? Genau, da kommen wir doch wieder hier entlang, oder? Ist hier irgendetwas? Nee, leider nicht. Aber die Gegner in der Schattenwelt... Oder es ist nicht die Schattenwelt, es ist Lorule. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was Lorule ist. Es ist eine andere Welt, die Yuga infiltriert hat. Die Statuenhühner hier sehen auch anders aus. Ja, das sind keine netten. Okay, das ist ein Wetterhahn, aber das ist ein dunkler Wetterhahn. Speichern will ich jetzt hier noch nicht. Nee, ich will auch keine Pause machen. Das musst du mir jetzt nicht jedes Mal sagen, wer ist eine Statue. So, was ich aber frage ist, wie kommen wir hier voran? Die brauchen aber viele Schläge, bis die mal K.O. gehen. Ich habe auch meine Leihgegenstände gar nicht mehr, ne? Ich muss jetzt nach einem... Oh, Zyklopen! Die sind schwer. Ich meine, guckt euch das mal an. Der braucht 8 Schläge, bis er einmal drauf geht. Und was ist das denn? Du hast einen Monsterschweif erhalten. Riecht überraschend neutral. Komisch. Ein Monsterschweif, der neutral riecht, dass ich das noch erleben darf. Die Frage, die ich mir jetzt gerade aber stelle, ist, wo müssen wir entlang? Oder wo müssen wir generell erstmal lang? Ich habe nämlich keine Ahnung. Schauen wir nochmal hier vorbei. Wir sind, oh, eine Fee, süß. Es ist eine Art Königreich, glaube ich. Nee, das ist das Schloss. Können wir denn überhaupt schon ins Schloss gehen? Geht das schon? Oder funktioniert das? Das ist ein Gegner mit Schilden? Was ist das denn? Ein Gegner mit einem Schild? Das ist mein Hammer. Dann war es das mit einem Schild. Komisch. So, Wetterhahn gibt es hier auch. Den aktivieren wir auch einfach mal. Wird Zeit, dass wir hier auch ein paar Wetterhähne in Lorule aktivieren. Ein neuer Wetterhahn wurde eingetragen. Schloss Lorule. Nee, wir wollen nicht speichern. Was ist das denn? Da kommen wir halt noch nicht rein. Da ist halt das Böse noch. Okay. Kann ich verstehen, dass wir da noch nicht ran dürfen. Ja, aber was gibt's denn hier sonst noch? Ich werde mir natürlich hier wieder an jeden Baum stoßen. In der Hoffnung, dass da eventuell irgendetwas drin sein wird. Wie sieht's denn hier vielleicht mit Ravios Haus aus? Oder unserem Haus in dem Fall? Ah, shit. Die Gegner sind hier tough. Die ziehen ein ganzes Herz ab. Stellt euch das vor. Hi, Karamba. Hi, Karamba. Oh. Das scheint der Weg in die Lichtwelt zu sein. Interessant. Habt ihr das gesehen? Diese kleine Paralleldimension. Oder generell gibt es davon wohl mehrere. Interessant. Das ist gerade etwas, was mir eingefallen ist. Und da ist ganz nebenbei ein Mai Mai. So. Dich nehmen wir und bringen wir zu deiner Mutter. Du hast ein verhältes Mai Mai gefunden. Bringen wir es zu Mama Mai Mai. Damit wäre der Mai Mai Counter bei 9. Was sind das denn überhaupt für Gegner? Komisch. Die waren jetzt echt verdammt strange. Aber wir schauen jetzt einfach mal hier in diesem Haus vorbei. Das ist ja eigentlich unser Haus. Eigentlich. Aber wir wissen ja gar nicht,
was heute noch standardgemäß ist, sage ich jetzt mal. Möchtest du das Spiel speichern? Nee. Wer wohnt denn jetzt hier drin in der Parallelwelt? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass es eine Parallelwelt ist. Kommen wir da entlang? Hm? Anscheinend nicht. Oder doch so über die Wand? Nee, es geht nicht. Hm? Funktioniert nicht. Vielleicht so? Nee. Da kommen wir noch nicht dran. Schade. Glaube ich. Oder kommen wir doch da dran? Ihr könnt es mir natürlich immer wieder gerne in die Kommentare schreiben. So, wir suchen jetzt aber, oder sollten jetzt erstmal einen Weg Richtung Lichtwelt finden. Oder in unsere Welt. Das machen wir jetzt auch mal. Ich bin halt immer Licht- und Schattenwelt gewohnt, Leute. Sorry. So, und das war wohl tatsächlich richtig. Ja, es war richtig. Rigi, du lebst. Ist Prinzessin Zelda in Sicherheit? Naja, jetzt erzählen wir ihr erst, was vorgefallen ist. Und er ist, glaube ich, oder wird wahrscheinlich geschockt sein, oder? Nee. Ich verstehe. Der verfluchte Yuga. Kurz nachdem du in das Schloss gegangen warst, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Sieh dir diesen Spalt an. Solche Spalte haben sich in verschiedenen Orten in Hyrule aufgetan. Mhm. Rigi. Jetzt, da Prinzessin Zelda dem Feind in die Hände gefallen ist, hängt das Schicksal von Hyrule an seidenen Fäden. Aber es gibt Hoffnung. Du hältst die heilige Waffe aus alter Zeit in deinen Händen, das Masterschwert. Mit deinem Heldenmut und diesem Schwert wird es uns gelingen, Hyrule oder Hyrules Untergang abzuwenden. Du bist die letzte Hoffnung dieses Königreichs. Ich zähle auf dich, Rigi. Okay, jetzt wissen wir auch, dass mehrere von denen über die ganze Welt verstreut sind. Wie sieht es denn mit Ravio aus? Hat Ravio vielleicht neue Items oder hat Ravio jetzt neue Angebote oder sowas in der Art? Willkommen, kleiner Held! Großartige Neuigkeiten! In meinem Laden kannst du Ausrüstung auch sofort auch käuflich erwerben! Applaus, Applaus! Ey, das ist super! Du brauchst die Sachen also nicht mehr zu leihen, sondern kannst sie auch zu unschlagbaren Preisen kaufen! Darüber hinaus habe ich gerade eine Rabattaktion gestartet! Den ersten Artikel, den du bei mir kaufst, bekommst du zur Hälfte des normalen Preises! Ich hoffe, das überzeugt dich weiter, in meinen Stammkunde zu bleiben! Ah, gutes Geschäft von Ravio. Was ist denn mit dem Bogen hier? Du interessierst dich für den Bogen? Ich habe gerade eine sensationelle Rabattaktion, inklusive einmal pro Kunde. Außer der kostet 50 Rubine, kaufen kostet da halb so viel wie sonst. Boah. Das ist aber teuer teilweise. Was wir auf jeden Fall brauchen, wie kosten denn die Bomben? Ja, wir wollen uns für die Bomben, oder wir interessieren uns für die Bomben. Deswegen kamen wir wahrscheinlich auch so viele Bomben hier. Ja doch, ich will die Bomben holen. Also das Wichtige hier an den Bomben ist einfach, vielen Dank, damit hast du die Bomben käuflich erworben. Rückgabe ist nicht mehr möglich. Kleiner Witz, du weißt ihn und ist noch auf deiner Seite. Viel Glück, okay. Ja, da hätten wir wohl die Dinger gekauft. Wie viel kostet denn zum Beispiel jetzt der Enterhaken, wenn ich den käuflich erwerben will? 800 Rubine. Okay, kosten wohl alle gleich. Das ist gut zu wissen. Ich werde mir jetzt auch noch den Bogen käuflich erwerben. Das sind einfach Sachen, die ich haben muss. Weil... ich weiß nicht, ich finde zur Standardausrüstung in einem Zelda-Spiel gehören einfach Bomben und Pfeile. Die gehören dazu und die werden wir auch im weiteren Verlauf der Story immer gebrauchen. Was noch wichtig wäre, ist glaube ich der Enterhaken. Den will ich definitiv auch nochmal käuflich erwerben für 800 Rubine. Und den Rest werde ich mir dann mit der Zeit holen, denke ich. Das ist jetzt meine Strategie. Okay, und ja, warte mal, du Held! Heute habe ich noch eine brandheiße Info für dich, etwas, das nur Ravio weiß. Na, dann mach dich doch sicher unglaublich neugierig, oder? Nein? Egal, ich erzähle dir trotzdem. Und zwar geht es um die Schnellauswahl. Mit denen kannst du ganz bequem deine Items austauschen. Okay, wie geht das? Wie funktioniert das? Berühre einfach einen ausgerüsteten Gegenstand, um die Schnellauswahl zu starten. So brauchst du nicht jedes Mal stehen zu bleiben und deine Ausrüstung zu ändern. Ich weiß ja, wie beschäftigt man als Held ist. Du willst lieber weiterhin in aller Ruhe die Ausrüstung ändern. Dann verwende einfach wie bisher das Item-Menü. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Danke, Ravio. Die Schnellauswahl testen wir jetzt auch mal gleich aus. Ah, okay, so funktioniert das. Ja, ist auf den ersten Blick erstmal ungewohnt. Aber kann man machen, kann man machen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt definitiv erstmal die Bomben hier haben. Und ich denke, wir begeben uns jetzt Richtung Ostpalast. Denn dort gab es ja laut Karte in Lorul auch einen Palast, den wir aufsuchen sollten. Und das werden wir jetzt in dieser Episode auch machen. Ja, doch, doch, das machen wir. Damit wir auch mal den ersten Weisen da befreien. Das ist das Ziel. Oder that's the goal von daher. Und da gab es ja auch noch die ein oder andere Stelle, die ich genauer untersuchen wollte. In Lorul. Nicht in Lorul. Doch, in Lorul, doch. Mal schauen, ob wir das oder ob uns das auch tatsächlich gelingen wird. So, jetzt haben wir erstmal wieder diese Amos-Statuen, bla bla bla.
Kommt, ihr auch noch. Ihr wollt auch noch mal. Ja, hier, vor in die Fresse. So, und da gab es zum Beispiel eine Höhle, vor die wir jetzt eine Bombe legen können. Und deswegen brauchen wir Bomben, meiner Meinung nach. Die gehören einfach zur Standardausrüstung in Zelda-Spielen dazu, wie ich finde. So, das war falsch. Okay, jetzt in die Höhle. Wo kommen wir denn jetzt da raus? Oh, shit. Lass uns raus. Boah. Hat zwar nur ein Viertel gezogen, aber es war trotzdem nervig. Kleine Nervensäge hier. Wo kommen wir denn jetzt da raus? Zeig uns das doch mal bitte an. Ach, das ist eine Abkürzung Richtung Hexe. Okay, was ist denn mit denen hier? Nee, achso, die werden ja nicht auf der kleinen Mimi angezeigt. Gut. Wir haben jetzt eine Abkürzung Richtung Hexe. Natürlich auch sehr schön zu wissen. Und, ich interessiere mich jetzt aber ehrlich gesagt auch noch für weitere Herzteile. Wie gesagt, das wird ja auch noch ein 100% Run. Da brauchen wir den Enterhaken. Hahaha. Für solche Fälle habe ich halt den Enterhaken auch noch parat. So. Enterhaken. Da brauchen wir dich. Machen wir mal die Schnellauswahl. Enterhaken einen nach oben. Y und zack. Was wird denn wohl in der Kiste drin sein? Herzteil wäre geil. Na, 20 Rubine ist auch nicht ganz verkehrt, aber da hätte ich mir noch ein bisschen was mehr erhofft. Egal, weiter geht's. So, Amor-Statue, erwachst du zum Leben? Ja, tust du. Und wir können jetzt hier einmal, ehrlich gesagt, einmal drumrum. Ha, das weiß ich. Irgendwie müssen wir hier zu der Kiste kommen. Und es sind 100 Rubine drin. Richtig gut, denn jetzt wissen wir ja, wofür das ganze Geld ist. Nämlich für Items, richtig. Ist eine Sache, die ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde das... Boah, da hätte ich mir ein bisschen was Cooleres erhofft, wenn ich ehrlich bin. Also, dass man die Items doch schon noch in Dungeons und so findet. Das wäre... Oder hätte ich ganz cool gefunden. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Weil ich habe mich halt in jedem Dungeon immer mal wieder gefreut, als wir dann mal irgendwie was Neues gefunden haben. Oder sowas in der Art halt. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber... Hey, egal. So. Hier im Ostpalast war auf jeden Fall etwas angekreuzt. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn da hin? Müssen wir mal die Augen aufhalten. Ah, okay, da ist noch so ein Bombeneingang. Den sprengen wir natürlich auf. Ist ja klar. So, nee, nee, stopp. Octorox, bitte nicht um euch rumschießen. Ja, da kann sich ernsthaft jemand wehtun, Freunde. Und wir haben jetzt schon in dieser Episode wieder einiges an Rubinen wieder reingeholt. Richtig gut. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Oder rein? Stopp! Nicht mucken, bitte. Danke. Was ist das denn? Du hast ein Monster unterhalten. Das hat eine seltsame Form und ist definitiv nicht essbar. Aber für irgendwas muss das auch zu gebrauchen sein, Kollege Link. Schauen wir mal. So, erstmal wieder eine Bombe. Hab ein Bombe, eine leckere Bombe. Und wo kommen wir da jetzt wieder raus? Wo führt uns dieser Höhleneingang hin? Fragen über Fragen. Scheiße, das habe ich ja sicher ausgemacht. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Fackel, wo bist du? Fackel! Da. So, einmal bitte die Fackel anmachen. Und, wie kommen wir jetzt darüber? Ha, so kommen wir darüber. Und damit hätten wir ein weiteres Herzteil erhalten. Richtig gut. So lobe ich mir das. So muss das auch sein. Ich meine, was wäre die eine Welt ohne Herzteile, ne? Stimmt, eine schlechte Welt. So. Okay, da hätten wir auch noch ein weiteres Herzteil in dieser Episode geholt. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, das ist ein Maimai. Hey, Maimai, komm da runter vom Baum. Wir müssen dich zu deiner Mama bringen. Mama Maimai wird sich da sehr freuen. So, wie viele haben wir denn jetzt hier gefunden? Oh, in der Gegend sind da noch einige Maimais. So, ach, auf der Karte wird mir auch angezeigt. Ah, seht ihr das? Das ist so ein kleiner Spalt. Gut zu wissen. Okay, aber die Frage, die ich mir halt immer noch stelle, ist, wie kommen wir hier in die Schatten? Ah, ich sehe es, wusste ich es doch. Da wird irgendetwas sein, da muss etwas sein. Und da ist ein weiteres Herzteil, was wir uns jetzt auch noch besorgen können. Ach, so macht das Herzteiljagen doch Spaß. Zwei Herzteile dicht beieinander, die wir mit Items holen konnten, die wir in dieser Episode auch noch besorgt haben. Ach, das macht Spaß. So, ich bin so ein Fan davon. Hau gerne alle Steine rein. Frag mich nicht wieso, aber es gehört meiner Meinung nach einfach dazu. Rip in Peace erstmal hier. Und ja, ich sag das extra. Ich weiß, dass es nicht so heißt. Nee, das geht leider nicht. So, wo haben wir die Bombe? Ich habe eine Bombe. So, lecker Bombe hier. Einmal an dieser Stelle. Okay. Und dann könnten wir auch noch in die, nach Lorul. Merkt ihr das? Ich will die ganze Zeit Schattenwelt sagen, obwohl es halt nicht die Schattenwelt ist. Ja. Life of a... Ja, old school A Link to the Past Player.
So, alle Dinger reinhauen, gibt leider keinen Bonusgegenstand, schade. Was ist denn dann dafür in der Höhle drin? Ein paar Feen. Ja, ist ganz okay. Habe ich denn schon irgendwas in der... Ja, ich habe schon eine Fee in der Flasche. Wo kriege ich denn noch weitere Flaschen her? Aber ich kriege die mal irgendwann in naher Zukunft. So, jetzt geht's aber auf Richtung Lorule. Denn ich möchte in den ersten Dungeon in Lorule. Damit wir den ersten Weisen wieder retten können. So, oh, interessant. Regi, Held von Hyrule, du hast einen Ort betreten, an dem das Böse stark ist. Siehe, das Labyrinth, das du auf dem... Nee, das nennt man das Palast der Dunkelheit nennt. Hier befindet sich der Weise, der deinen Hilfe am meisten bedarf. Er ist sicher ganz außer sich vor Angst. Beeile dich, hilf ihm. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Okay. Dem wollen wir auch helfen. Und ich will den Dungeon, wenn es geht, in dieser Episode sogar noch betreten. So. Mal schauen. Oh, diese Musik, Leute, ne? Diese Musik, die macht mich ganz geil. Was? Ich hab jetzt nicht geil gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. So, da ist wieder ein Höhleneingang. Und ganz viele Pilze. Müssen wir jetzt einmal hier drum rum, oder wie schaut das aus? Versuchen wir es einfach mal. Von nichts kommt nichts. Ja, tatsächlich, das funktioniert sogar. Episch. Ah, und das ist ein Mai Mai. Süß. Wie das an der Wand hängt. Komm, wir bringen dich zu deiner Mama. Mama, wartet schon auf dich. So, super. Ah, so langsam aber sicher komme ich hier echt richtig gut mit den Secrets zurecht. Das muss ich mal eiskalt sagen. So, was ist hier in der Hülle? Oh, eine Fee. Große Fee. Ich werde deine Wunden heilen. Schließ deine Augen, vergiss allen Schmerz. Ach, schade. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht in Anspruch nehmen. Und weg ist sie. Ach, schade. Das wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Respawnen die? Ah, wäre schon ganz praktisch. Egal. Selbst wenn nicht, dann respawnen die halt nicht, die alten Bitches. Bitte was? Ich habe jetzt nicht ein böses Wort oder so gesagt. So, ich kriege den Pilzköpfe. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich möchte ihn jetzt nämlich in den Palast der Dunkelheit. Oh, was ist los, Hilda? Der Palast der Dunkelheit ist nah. Hier finden sich Menschen zusammen, welche Monster verehren. Einst waren sie gute Menschen, rechtschaffene Soldaten von Schloss Lorule. Aber sie gaben sich einer bösen Macht hin. Ach, wäre ich nur stark genug gewesen, sie aufzuhalten. Regi, Held von Hyrule, entdecken sie dich, während sie dich gefangen nehmen. Hier sind Vorsicht und Klugheit vonnöten. Gib auf dich Acht. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Sagt ihr das jetzt eigentlich am Ende immer? Ah. Wir müssen allen verdächtigen Vorgängen nachgehen und jeden Eindringling festnehmen. Oh, okay. Ah, das heißt, wir müssen jetzt hier mit Vorsicht da rein. Oh, okay. Also müssen wir uns da reinschleichen, oder wie schaut's aus? Ja doch, wir müssen uns da wohl reinschleichen. Okay. Hey, Mai Mai! Süßer! Komm, wir bringen dich auch zu deiner Mama. Und das ist, glaube ich, ein Irrgarten oder sowas in der Art. Und da kämen wir tatsächlich von außerhalb gar nicht rein. Oder doch? Ja doch, kämen wir. Hm, komisch. Egal. Ja. Ich denke, ich muss hier einmal so rum. Über die Wand. Da können die halt nichts sagen. Muss ich von hinten angreifen? Nee, gar nicht. Okay. Das sind zwei von denen. Da müssen wir jetzt besonders aufpassen. Das funktioniert leider nicht. Shit. Vielleicht muss ich den hier machen. Das war gut. Das war sehr gut. Was knabberst du da mit deinen Zähnen? Das ist viel zu laut. Das finde ich gerade echt cool, dass wir uns da so... Ah! Funktioniert nicht. Wie mache ich das denn? Von oben vielleicht. Das ist gefährlich. Und die haben so Sensoren am Kopf. Sie sehen richtig abgespaced aus, diese Typen. Ich glaube ja, ich muss oben lang. Glaube ich. Ist wahrscheinlich auch noch so. Dreht er sich jetzt um? Ja, tut er. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Ich warte noch ein bisschen, bis ich ein bisschen Graffito auffülle und dann geht's hier die Wand entlang. Okay, das hätten wir jetzt auch geregelt. Nicht schlecht. Lichter oder was ist das? Ein Vogel jedenfalls.
Ach, das ist dann höchstwahrscheinlich das Gefängnis, in das wir dann eingesperrt werden, wenn die uns erwischen. Okay. Da geht es nicht lang. Rubine will ich nicht, brauche ich nicht. Hier können wir uns runterfallen lassen. Schnell, Herzheil. Oh, geil. Du hast ein weiteres Herzheil erhalten. Finde ein weiteres, um einen Herzcontainer zu bekommen. Müssen uns aber beeilen. Und ach, da hätten die uns erwischt. Ab geht's ins Gefängnis. Schade. So, seht ihr? Wusste ich's doch. Dann werden wir ins Gefängnis gesperrt, aus dem wir dann aber wieder ausbüchsen können. Ja. Aber der dürfte uns eigentlich nichts. Ah, doch. Kann ich den nicht töten? Warum funktioniert das nicht? Nur weil das ehemalige Soldaten sind oder waren? Komisch. So, stirb. Geht doch. Oh. Das war knapp. Das war sehr eng. Und da ist auch wieder ein Maimai. Was geht ab? Wie bringe ich zu deiner Mama, Kleiner? Deine Mama wartet schon. Du hast ein viertes Maimai gefunden. Ja. Ist da noch irgendetwas da unten? Ich glaube ja nicht. Nee, das ist nur Rubine. Aber auf die kacke ich jetzt gerade einfach mal drauf. Auf gut Deutsch gesagt. So, hier geht's wieder. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Und das ist jetzt, glaube ich, das letzte Viertel. Ach, scheiße, jetzt hat uns erwischt. Aber der kann, glaube ich, nur nach hinten gucken. Okay, das ist gut zu wissen. Wie sieht denn hier aus? Was können die so? Okay, anscheinend nichts Großes. Okay, dann machen wir so. Dreh ich mal um. Und in die Wand und dann einfach mal um den rum. Ha! Perfekt! Das Movement, Leute, ne? Das ist Das war's noch nicht? Das war's noch nicht, tatsächlich. Das war's echt noch nicht. Wie komme ich denn da an die Rubine ran? Die sind verlockend. Gibt's ja eventuell irgendeine Unsichtbarkeitsform oder sowas in der Art? Na egal. Ich kann jetzt jedenfalls hier den Vogel aktivieren und dann kann ich an dieser Stelle einfach mal sagen, wir beenden den Part. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode wieder mit dem Schattenpalast. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.